Können Sie sich vorstellen, in ein Flugzeug verliebt zu sein? Ralf Boresch, ein tollkühner Kerl aus Bernburg, ist total verknallt in seine russische Yak 52. Er fliegt damit nicht nur hoch, sondern auch runter und rechts und links und über Kopf. Und wir stellen ihn jetzt Mr. Yak 52 mal vor. Und sein Flugzeug, das als Schwergewicht unter den Kunstflugzeugen gilt, hat auch einen Namen von ihm bekommen. Er nennt es liebevoll Eisenschweinchen. Für mich ist es eine Erfüllung. Für mich ist es der Traum des Fliegens, diese Kräfte zu spüren, meine Grenzen kennenzulernen, bis an die Grenzen zu gehen, an meine und an die Grenzen des Flugzeugs. Und für mich ist es die Erfüllung und das Schönste an der Fliegerei. Aber das Allerschönste ist sie. Eine russische Yak 52, Baujahr 1984. Ralf Boresch fliegt sie seit 2 Jahren. Eine echte Yak war schon immer sein Traum. In ganz Deutschland sollen nur noch 60 Stück davon fliegen. Ich habe mich in dieses Modell verliebt, da ich einen Kollegen kennenlernte, wo ich als Gast mitfliegen durfte. Das war ein Erlebnis, was sich eigentlich tief eingeschnitten hat. Und ich dachte, dieses Flugzeug muss es irgendwann sein. Und weil er so verliebt ist, nennt er sich selbst auch Mr. Yak 52. Doch bevor er in seine Yak steigt, muss er nachsehen, ob die Maschine alles hat, was sie braucht. In meinem Kunstflug ist sehr durstig, die gute Lady. Und auf Öl hat sie auch viel Durst. 120 Liter Sprit verbraucht sie beim Kunstflug pro Stunde. Und dann endlich warten vorm Starten. Das Motorenöl muss erst warm werden. 50 Meter braucht die Yak bis zum Abheben. Frank Boresch ist seit 7 Jahren Pilot. Angst hat er selbstverständlich keine, aber Respekt vor den gewaltigen Kräften, die in der Luft wirken. Ich vergleiche es gern mit Tauchen. Man spürt auch beim Tauchen die Schwerelosigkeit und dasselbe Gefühl hat man beim Kunstflug. Und es ist sehr schön, wenn es relativ ist, das Oben und das Unten. Und man kann im Raum frei schweben. Die Yak wurde eigentlich als militärisches Schulungsflugzeug in der ehemaligen Sowjetunion gebaut. Nun will Ralf Boresch mit ihr Kunstflugmeisterschaften fliegen. Bei den Figuren, die er fliegt, erreicht sie eine Beschleunigung von bis zu 7G. Bei 7G drückt ein das Siebenfache des Körpergewichts in den Sitz. Und man muss dafür trainieren, man muss entsprechend atmen, um diese Beschleunigungskräfte auszuhalten. Für Mr. Yak 52 ist Kunstfliegen alles. Denken, entscheiden, reagieren und körperliche Höchstleistung zugleich. Zufrieden bin ich dann, wenn meine Übung, mein Übungsprogramm, was ich mir vorgenommen habe zu fliegen, wenn das alles prima funktioniert hat. Und auf jeden Fall muss die letzte Übung funktioniert haben und dann kann ich zur Landung gehen. Und für mich war es ein schöner Tag.